Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, Markus Kautschinski, Glückwunsch zum 13-0-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers. Wie bewertest du die Leistung deines Teams heute? Ja, insgesamt denke ich eine gute Leistung. Erste Halbzeit vor allen Dingen haben wir, denke ich, Druck gemacht, haben den Gegner im Griff gehabt, haben die Chancen auch eiskalt genutzt. Zweite Halbzeit dann 20 Minuten, 25 Minuten war Kickers ein bisschen stärker. Ich denke aber dann durch das 3-0 war dann auch der Deckel drauf. Du hattest ja gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass du es gerne mal wieder sehen würdest, dass dein Team über 90 Minuten das Heft des Handelns in der Hand behält. Inwiefern haben sie das heute erfüllt? Ja, noch nicht ganz. Da ist noch Luft und ist auch gut so, dass wir uns immer noch steigern können. Da war mit Sicherheit noch in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen noch Luft nach oben. Da haben wir wieder leichte Ballverluste gehabt, haben wieder ein paar Chancen zugelassen, ein bisschen zu viel, auch Ecken und Standard zugelassen. Da ist Luft nach oben, aber das macht nichts. Wir sind auf dem Weg, wir sind trotzdem in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen und deswegen haben wir auch noch Potenzial. Der Zuschauerzuspruch nimmt zu. Heute die Rekordkulisse der Saison nur ganz hauchdünn verfehlt. Das tut euch sicherlich auch gut im Kampf um den Aufstieg. Ja, absolut klasse. Das Spiel wird live übertragen. Trotzdem waren jetzt 14.000 Zuschauer hier ohne die Stuttgarter. Die waren ja nur, glaube ich, mit 30 Leuten hier. Insgesamt, denke ich, freue ich mich, dass die Mannschaft jetzt einfach die Wertschätzung auch erfährt, dass die Leistung auch honoriert wird und hier einfach eine geile Stimmung ist. Also Philipp Klingmann, Glückwunsch zum 13-0-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers. Wie bewertest du das Spiel heute? Ja, ich denke, dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren. Gleich am Anfang auch Chance rausgespielt haben. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis das erste Tor gefallen ist, aber ich denke, das haben wir heute über die 90 Minuten sehr gut gemacht auch. Tolle Vorlage zum 2-0 auf Kuhn van der Biesen. Wie lange habt ihr dafür geübt im Training? Ich weiß nicht, man versucht immer wieder die Stürmer einzusetzen und heute hat es geklappt und der Kuhn konnte da frei aufs Tor laufen, also war das super, dass das heute funktioniert hat. Inwiefern hat euch dieser tolle Zuschauerzuspruch heute geholfen? Die Saison-Rekordkulisse ja nur ganz knapp verfehlt heute. Ja, das ist überragend, was die Fans hier uns anbieten und das werden jetzt auch immer mehr, also das macht richtig Spaß hier auch zu spielen vor so viel Zuschauer. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV.